Danke, Herr Kollege Boddenberg. Für die Landesregierung spricht nun Staatsministerin Hinz. Bitte schön, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Vielleicht kann man noch einmal in den Fokus nehmen, worum es bei der Frage um die Einhaltung der Grenzwerte für Schadstoffe von Autos eigentlich geht, nämlich um den Gesundheitsschutz der Bürgerinnen und Bürger in den betroffenen Städten. Das ist die Grundlage dessen, wofür es Luftreinhaltepläne geben muss und wofür diese Luftreinhaltepläne erstellt werden. Und übrigens, das möchte ich Ihnen dann doch nicht ersparen, meine Damen und Herren der FDP, wurden diese Grenzwerte in Deutschland durchgesetzt, als die FDP mit der CDU im Bund in der Regierungsverantwortung waren. Früher ging es um Feinstaub bei den Benzinern. Da werden die Grenzwerte inzwischen in Hessen flächendeckend eingehalten, auch weil die Automobilindustrie nämlich gezwungen über die Einrichtung von Umweltzonen dann zu einer Nachrüstung schreiten mussten. Die Partikelfilter wurden ja heute auch schon einmal erwähnt, und dann haben sie für die Modernisierung der Autoflotten gesorgt. Von alleine wäre das auch nicht gegangen. Und, meine Damen und Herren, jetzt steht der Diesel genau vor dieser Modernisierung. Aber statt diese vorzunehmen, hat die Automobilindustrie, und das will ich an dieser Stelle ausdrücklich ganz deutlich sagen, Betrug vorgenommen an den Verbraucherinnen und Verbrauchern. Sie haben nämlich die Autos nicht besser gemacht und die Motoren, sondern sie haben getrickst und getäuscht. Und das ist das Problem, vor dem wir heute stehen. Viele Menschen haben ihren Diesel gekauft vor wenigen Jahren. Da haben sie noch geglaubt, sie würden wirklich auch noch ein umweltfreundliches Auto kaufen, also weniger CO2-Ausstoß, klimafreundlicher. Ja? Und, das macht er immer noch. Dafür stößt er aber sehr viel mehr NOx, also Stickoxide, aus. Und, das heißt, sie verhalten sich nicht nur leider nicht ganz umweltbewusst, sondern auch noch gesundheitsschädlich. Und das deswegen, weil die Automobilindustrie betrogen hat. Und dazu hat die FDP heute überhaupt kein Wort gesagt. Das finde ich echt bedauerlich, meine Damen und Herren. Aber auch die Kommunen und das Land wurden getäuscht, nicht nur die Kundinnen und die Kunden. Denn wir alle haben falsche Daten an die Hand bekommen, um die Luftreinhaltepläne zu berechnen und zu entwickeln, und mit denen wir uns dann auch auseinandersetzen müssen mit den Kommunen. Und das ist nicht immer ganz konfliktfrei, liebe SPD. Also, weil Herr Eckert vorhin Limburg genannt hat. Ich kann mich noch erinnern, als das Lkw-Durchfahrverbot durch Darmstadt durchgesetzt werden sollte, in den Luftreinhalteplan rein sollte, da kamen etliche Bürgermeisterinnen und Bürgermeister aus dem Landkreis in Geleitzug der Abgeordneten hier auf mich zu am Rande des Plenums, ob ich das nicht verhindern könnte, ob das wirklich ernst gemeint sei vom Land, so einen Luftreinhalteplan zu machen. Meine Damen und Herren, hätten wir das damals nicht in den Luftreinhalteplan geschrieben, sähe es in Darmstadt noch viel düsterer aus. Das ist die Verantwortung des Landes, die wir auch durchaus wahrnehmen. Aber wir kooperieren natürlich mit den Städten, mit den Kommunen. Wir setzen denen nicht einfach etwas vor. Wir kooperieren mit denen, und deswegen müssen die Luftreinhaltepläne auch immer auf die örtliche Situation abgestellt sein. Und ich habe mich echt gewundert, dass die Beiträge der FDP und der SPD überhaupt keinen Vorschlag gemacht haben,
wie denn eigentlich die Luftreinhaltung in Hessen verbessert werden soll in den konkreten Städten. Wie soll es denn bitte schön gehen, meine Damen und Herren? Kein einziger Vorschlag ist von Ihnen gekommen. Währenddessen arbeiten wir ganz konkret an den einzelnen Maßnahmen. Und natürlich haben wir schon vor zweieinhalb Jahren in den Ministerkonferenzen auch teilweise gegen harten Widerstand, vor allen Dingen in der Verkehrsministerkonferenz. Mein Kollege Tarek Al-Wazir kann ein langes, leidvolles Lied davon singen, das Thema Hardware-Nachrüstung auf den Tisch gebracht. Es ist bis heute das effektivste Mittel zur Einhaltung der Grenzwerte, die Hardware-Nachrüstung, meine Damen und Herren. All das, was in Frankfurt sonst geschehen kann, auch jetzt mit den vorgeschlagenen Maßnahmen, ist nur ein begrenzter Teil dessen, was die Hardware-Nachrüstung erreichen kann. 117 Straßen haben wir da zurzeit, die Grenzwertüberschreitungen haben. 117 Straßen. Mit den vorgeschlagenen Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrslenkung, Park-and-Ride-Parkplätze, weitere Busse und so weiter, Fahrradstraßen, das würden wir würden es nicht schaffen. Aber mit der Hardware-Nachrüstung können wir bis auf 10 Straßen die Grenzwerte einhalten im Jahr 2020, meine Damen und Herren. Das ist das Mittel der Wahl. Und seit zweieinhalb Jahren kämpfen wir dafür auf der Bundesebene. Seit zweieinhalb Jahren. Und seit dieser Zeit hätten sich die CSU-Verkehrsminister auch einmal auf die Seite der Verbraucherinnen und Verbraucher schlagen müssen und können, und nicht auf die Seite der Automobilindustrie. Aber bis heute herrscht ja im Bundesverkehrsministerium die Meinung vor, dass man lieber die Automobilindustrie schützt, anstatt der Bevölkerung. Und der Herr Scheuer trägt im Moment die Verantwortung dafür, dass die Autos wertlos gemacht werden, gemeinschaftlich Hand in Hand mit der Automobilindustrie. Das ist der Punkt, worauf es ankommt. Wenn wir die Hardware-Nachrüstung nicht schaffen, wenn wir die nicht durchsetzen können auf Bundesebene, dann werden wir in allen Städten mit Grenzwertüberschreitung ein Riesenproblem in den nächsten Jahren haben. Und weil uns das sehr wohl bewusst ist, hat das hessische Kabinett beschlossen, dass wir in der nächsten Woche eine Bundesratsinitiative einbringen für die Hardware-Nachrüstung. Es ist nicht so, dass wir nur darüber reden. Nein, das Kabinett hat beschlossen, diese Bundesratsinitiative einzubringen, weil wir freuen uns über die Unterstützung aller SPD-Länder. Ich bin gespannt, wie Sie daran arbeiten, dass wir diese Unterstützung bekommen, damit die Bundesregierung, vor allen Dingen das Bundesverkehrsministerium, endlich das tut, was es soll, nämlich dafür sorgen, was technisch machbar ist, und damit die Verbraucherinnen und die Verbraucher schützen und den Menschen möglich machen, dass sie ihr Auto auch weiterhin nutzen können, meine Damen und Herren. Natürlich ist es so, dass wir als Landesregierung auch für verkehrsfreundliche Maßnahmen sorgen, für Mobilität, die klimafreundlich ist und die auch das Umsteigen auf andere Verkehrsmittel als das Auto möglich macht. Das ist doch keine Frage. Ich weiß gar nicht, was daran das Problem ist, meine Damen und Herren. Und wir haben schon viel erreicht. Ja, dann schauen Sie sich doch einmal Ihren Antrag an. Das steht da drin, das sei ja ganz furchtbar, dass wir das Schülerticket, wo wir bundesweit werden wir um das Schülerticket beneidet. Immer mehr Schülerinnen und Jugendliche steigen um. Das ist, meine Damen und Herren, das ist ein echtes Mittel zur Verkehrsvermeidung.
auch von Einhaltung von Schadstoffgrenzwerten. Die S-Bahnen fahren nachts. Es werden mehr Schnellbusse eingerichtet, meine Damen und Herren. Die Westtangente ist geplant. Jetzt wird Gateway Gardens eingerichtet. Das sind alles Maßnahmen, die erst stattfinden, seitdem es diese Landesregierung gibt. Dafür übernehmen wir gerne die Verantwortung, meine Damen und Herren, weil das führt dazu, dass die Luft besser wird und die Menschen mobil sein können. Das heißt aber nicht, dass wir die Autofahrer verteufeln, und das heißt auch nicht, dass wir ein Dieselfahrverbot wollen, sondern wir wollen die Hardwarerüstung für Diesel. Das ist das Mittel der Wahl. Frau Ministerin, ich muss Sie an die Redezeit erinnern. Ein allerletzter Punkt. Und natürlich, wenn das Urteil, die Urteilsbegründung vorliegt, werden wir diese Urteilsbegründung prüfen, ganz professionell, werden schauen, wo das Urteil aus unserer Sicht nicht verhältnismäßig ist, und werden dann, wenn wir dort in die Berufung gehen, wenn wir Rechtsmittel einlegen, werden wir das gut begründet tun. Das ist nämlich das, wofür eine Landesregierung die Verantwortung trägt, nicht den Leuten ein X für ein U vormachen, sondern professionell handeln und dafür die Verantwortung tragen. Und dafür steht diese Landesregierung. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Ministerin Hinz. Jetzt hat sich noch einmal der Kollege Eckert von der SPD-Fraktion zu Wort gemeldet. Herr Kollege, Sie haben 5 Minuten Redezeit. Herzlichen Dank, Frau Präsidentin. Frau Ministerin, wir können zumindest einmal festhalten, Ihre Rede war eine Rede der verpassten Chancen. Sie haben die Chance verpasst, klare Haltung noch einmal zu zeigen und sich zu dem zu verhalten, was auch wir mit unserem Antrag Sie auffordern, als Landesregierung sich zu erklären. Und deswegen, ach Gottchen, Herr Boddenberg, Sie reden eben in Ihrer Rede davon, von wegen, ja, wir sind verantwortlich für dieses. Herr Boddenberg, jetzt rede ich. Sie haben eben davon geredet, Sie sind froh, dass Sie die Verantwortung in diesem Land tragen. Aber immer wieder kommen die Pirouetten, dass ja angeblich die einen, dann mal die anderen. Sie können immer erklären, warum es etwas mit anderen ist, aber dass Sie selbst die Verantwortung tragen und das Land hat diesen Prozess verloren. Dazu stehen Sie nicht, sondern Sie suchen nach Auswegen, meine Damen und Herren. Und deswegen, meine Damen und Herren, ich bin ja ganz froh, dass sich in der Zwischenzeit der Ministerpräsident für dieses Thema jetzt interessiert. Habe ich eben schon noch einmal deutlich gemacht, worum es dabei geht, meine Damen und Herren. Und deswegen bei dem Thema, wie gehen wir mit dem Urteil um, meine Damen und Herren, Frau Präsidentin, ich rede einfach so lange weiter, irgendwann wird es ruhiger. Geht es darum, das Land, Herr Boddenberg, hat nicht aus der Zeitung erfahren, wie dieses Urteil, wie dieses Verfahren ausgegangen ist und wie das Urteil lautet. Das Land war mit dabei, das Land hatte Menschen dabei. Sie wissen es, Sie haben es nicht aus der Zeitung erfahren. Und am Ende des Tages geht es um eine Frage der Haltung, wie Sie sich dazu verhalten, meine Damen und Herren. Einen kleinen Moment, bitte etwas mehr Ruhe. Man muss den Redner auch hören können. Danke schön, Frau Präsidentin. Deswegen will ich es noch einmal zusammenfassen. Wenn es um Haltung geht, dann nicht am Dienstag hier lange darüber diskutieren, was die Haltungsfragen in diesem Land sind, sondern wenn Sie sagen, so eine wichtige Entscheidung, die weit über alle Entscheidungen, die wir in dem Thema Dieselfahrverbote in Deutschland bisher haben, weit darüber hinausgeht, dann muss ich doch die Haltung haben können, als Landesregierung zu sagen, ich will, dass das eben nicht erstinstanzlich entschieden wird, sondern ich will abschließend auf höchstrichterlicher Ebene das entscheiden können. Und diese Haltung, meine Damen und Herren, hätte ich von Ihnen heute erwartet. Und deswegen, es ist ja ein netter Versuch, wenn man jetzt sagt, wir lassen den Antrag der Koalition abstimmen, und wir fordern Sie alle auf, mitzumachen. Ihre Lobhudelei der eigenen Landesregierung
macht es etwas schwer, zu sagen, da kann man einfach mitstimmen. Weil das, wo Sie sagen, neben dem vielen, was die Landesregierung getan hat, und ich habe meine 10 Minuten am Anfang eben damit auch deutlich noch einmal beschrieben, was alles getan werden hätte können, was Sie aber nicht getan haben. Und von daher können wir dieses Nichthandeln ja einfach auch nicht begrüßen. Wir dürfen ja nicht die Unwahrheit hier im Parlament sagen, meine Damen und Herren. Und deswegen machen wir aber, wenn es ja um die Sache uns geht, wenn es uns allen um die Sache der Nachrüstung auf Kosten der Automobilindustrie geht, machen wir Ihnen das Angebot und beantragen für die Nummer 8 unseres Antrags namentliche Abstimmung, wo wir genau das, wo wir für alle hier beschrieben haben, wer der Verursacher ist, wer die Kosten trägt und dass wir als Hessischer Landtag das sehen. Dazu haben Sie gleich die Gelegenheit, sich dazu mitzubekennen. Und von daher, ach Gott, Frau Lannert, von daher, wer bin ich noch einmal abschließend? Herrn Boddenberg dankbar, weil auch da könnten wir uns lange über Landesverantwortung streiten. Sie haben deutlich gemacht, das Thema Automobilstandort Hessen und die Auswirkungen all auch dieser Betrügereien, was das sozusagen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bedeutet, für die Zukunft dieses Standorts und Ähnliches mehr. Ja, was haben Sie denn in den letzten 5 Jahren gerade dazu gemacht? Kollege Krüger, weil er da steht, wir haben im letzten Wirtschaftsausschuss die Fragen von Zukunftsfähigkeit der heimischen Industrie diskutiert. Wir reden Ihnen seit 5 Jahren ins Gewissen die Frage Zukunftsfähigkeit des Automobilstandorts mit Innovationen, mit neuen Antriebstechniken. All das mal als Landesregierung aktiv zu werden, jenseits von Fragen an Dienstagen oder Sonntagen, was man ja eigentlich alles tun könnte. Industriepolitischen Dialog, all diese Themen. Bislang still ruht der See bei Ihnen, meine Damen und Herren. Und deswegen nicht nur darüber reden, Herr Boddenberg, was das nachher für in der Tat die Betroffenen macht, weil da Verantwortliche in den Chefetagen betrügerisch gearbeitet haben, gehandelt haben und deswegen die Fehler überhaupt rausgekommen sind, sondern lassen Sie uns mit gemeinsam das Thema Automobilstandort in Hessen weiterentwickeln in einem Trialog mit Gewerkschaften, mit den Unternehmen, mit der Politik. Lassen Sie uns als Politik auch diese Verantwortung wahrnehmen. Auch das viele Beispiele. Und Frau Ministerin Hinz, wenn Sie mir nicht richtig zugehört haben, Sie können auch noch einmal unseren Antrag nachlesen und auch noch einmal das Protokoll, wenn es da ist. Dann werden Sie auch eine ganze Reihe von Beispielen noch einmal finden, wo wir uns mit der Frage von sauberer Mobilität, bezahlbarer Mobilität, der Umrüstung, auch entsprechend jenseits des Kfz, all diese Fragen beschäftigt haben. Und von daher, wenn wir sowieso einer Meinung sind und in dem Punkt, dann freue ich mich, wenn Sie auch den Ziffern 1 bis 7 en bloc mit zustimmen können und die Ziffer 8 gerne in der namentlichen Abstimmung, wenn wir gemeinsam die Umrüstung auf Kosten der Industrie hier im Hessischen Landtag wirklich wollen. Herzlichen Dank. Danke, Herr Kollege Eckert. Für die FDP spricht noch einmal Kollege Rock. Bitte schön, Sie haben das Wort. Auch hier 5 Minuten. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Ministerin Hinz! Ich gehöre noch zu den wenigen, die bei der Bundeswehr gedient haben. Und da hat man so ein Schlagwort gehabt oder so einen Satz, na ja, die 3T, Tricksen, Tarnen, Täuschen. Tricksen, Tarnen, Täuschen, das war heute Ihr Ansatz, weil Sie eigentlich zu dem konkreten Thema ja gar nichts gesagt haben. Das, was uns andreht, was uns interessiert, wo ich Sie aufgefordert habe, hier klar Stellung zu beziehen, haben Sie nicht gemacht. Sie haben mit dem Finger nach Berlin gezeigt. Sie haben alle möglichen Leute hier in die Verantwortung genommen. Sie haben das Thema Gesundheit aufgeworfen. Der gesetzliche Auftrag, der liegt bei Ihnen für den Luftreinhalteplan. Es ist Ihre Verantwortung. Und wenn Sie Probleme gesehen hätten, und seit 2016 besprechen wir das hier, dann hätten Sie sich mal hier eine von den langweiligen Regierungserklärungen der letzten 2 Jahre sparen können und hätten mal hier eine Regierungserklärung zum Thema gemacht, was hier in Hessen wirklich wichtig ist. Und dann würden Sie nicht 3 Wochen vor der Wahl hier so einen Placebo-Beschluss im Kabinett treffen, sondern dann hätten Sie mal hier vor einem Jahr oder so hier mal mit dem Fuß aufgestampft und hätten mal das Thema auf die Tagesordnung gebracht. Und nicht ein paar Tage vor der Wahl versuchen, sich hier rüber zu retten. Und Frau Hinz, ich sage Ihnen das jetzt persönlich, meine persönliche Einschätzung. Meine persönliche Einschätzung ist, dass Sie sich klammheimlich über das Urteil freuen. Das ist meine persönliche Einschätzung. Das ist eine persönliche Meinung von mir. Ich glaube, Sie freuen sich klammheimlich über dieses Urteil, weil es nämlich im Endeffekt die blaue Plakette ist, die Sie die ganze Zeit fordern. Und eigentlich wollen Sie dieses Urteil, dass dieses Urteil Rechtskraft erlangt. Und darum ist es für die Regierung und für die CDU hier so schwierig, eine klare Antwort auf dieses aus unserer Sicht nicht verhältnismäßige Urteil schon deutlich zu machen. Das ist der wirkliche Grund.
Ich bin ja nicht immer nur lobend für den Ministerpräsident unterwegs. Aber wenn Volker Bouffier dieses wichtige Thema als Ministerpräsident an sich ziehen würde, dann könnte ich wieder ruhig schlafen. Aber solange Sie das machen, habe ich immer den Verdacht, dass Sie am Ende mit Ihren Freunden der Umwelthilfe, Sie haben keinen Ton dazu gesagt, den Freunden der deutschen Umwelthilfe, die von Ihrem und dem Ministerium von Tarek Al-Wazir 150.000 € bekommen haben, mit denen nicht dann nachher Kaffee trinken, irgendwo sitzen und sagen, na seht ihr, das haben wir doch gut hingekriegt. Das ist meine Befürchtung, meine persönliche Einschätzung der Situation und meine persönliche Befindlichkeit. Darum wäre ich viel froher, Herr Ministerpräsident, Sie würden das für Hessen machen. Dann wäre es, glaube ich, in deutlich besseren Händen. Vielen Dank, Herr Kollege Rock. Wir können denn dann in die. Auch Herr Kollege Buttenberg, bitte schön. Ich brauche nur zwei Sätze, sehr geehrte Damen und Herren, meine sehr geehrte Frau Präsidentin. Ich schlafe jeden Abend gut mit dieser Landesregierung, Herr René Rock. Und das hat damit zu tun, ich glaube, seit Beginn dieser Legislaturperiode keinen Vorgang gegeben hat, der nicht auch auf dem Tisch des Ministerpräsidenten landet. Ich wollte Ihnen einfach die Sorge nehmen, dass dieser Ministerpräsident auch in dieser wichtigen Frage befasst ist. Davon dürfen Sie ausgehen. Nur dieser Ministerpräsident arbeitet in einer starken Teamleistung mit starken Fachministerinnen und Fachministern so zusammen, dass am Ende etwas Gutes dabei herauskommt. Vor allen Dingen aber noch einmal auch Sie gut schlafen können. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Buttenberg. Herr Kollege Greilich. FDP hat noch 2 Minuten 38 Sekunden. Bitte schön. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich denke, dass ich mit der Zeit locker auskomme. Ich schicke voraus, Herr Kollege Buttenberg, ich werde nur über Juristerei reden. Ich mache keine Wurst, weil davon verstehe ich überhaupt nichts. Deswegen lassen wir das lieber sein. Aber ich rufe jetzt den Ministerpräsidenten als meinen Zeugen auf. Volker Bouffier als erfahrener Rechtsanwalt und prozesserfahrener Rechtsanwalt wird mir widersprechen. Ich bitte ihn darum, wenn ich irgendetwas Falsches sage. Erster Punkt. Rechtsmittel kann nur derjenige einlegen, der auch Prozesspartei ist. Prozesspartei ist nicht Herr Scheuer, ist nicht die Bundesrepublik Deutschland, sondern ist das Land Hessen. Das ist der erste Punkt. Zweiter Punkt, was den Ablauf angeht, Herr Kollege Buttenberg, wenn ich als Anwalt, der eine Partei zu vertreten hat, erfahre, dass ein Urteil ergeht, mit dessen Ergebnis meine Partei auf keinen Fall leben kann, dann werde ich sofort die Stellungnahme abgeben. Natürlich werde ich dieses Urteil mit allen verfügbaren Rechtsmitteln angreifen. So funktioniert das im Rechtsstaat. Der nächste Schritt, Herr Kollege Buttenberg, Herr Ministerpräsident, ist es, dass dann, wenn die Urteilsgründe vorliegen, wenn die Fristen laufen, das Rechtsmittel auch einzulegen. Und dann hat man eine Begründungsfrist. Das ist der nächste Schritt, dass man nach Prüfung der Urteilsgründe genau festlegt, mit welchen Argumenten gehe ich dort ran. Und wenn das passiert ist, wird in der zweiten Instanz entschieden und verhandelt. In dem Fall geht es ja um die Frage der Zulassung, ob es denn so weitergeht. Und dann kam vorhin, als Kollege Hahn das dargelegt hat, ein Zwischenruf. Ja, und wenn das schief geht, tut mir schrecklich leid. Wenn ich eine Situation habe, in der ein Urteil existenziell ist für meine Partei, dann werde ich dazu raten und natürlich über das Risiko aufklären, aber dann werde ich dazu raten, dieses Rechtsmittel auf jeden Fall durchzuführen. Und hier, lieber Herr Kollege Buttenberg, ich wiederhole es noch einmal, es ist mehrfach gesagt worden, hier geht es alleine um 90.000 Fahrzeughalter in Frankfurt. Für die ist das existenziell. Es geht um rund 1,5 Millionen Menschen in Hessen. Für die ist das existenziell. Und deswegen, und wenn das Risiko wäre, was ich nicht glaube, 99-prozentig zu verlieren, dann müsste man dieses Rechtsmittel trotzdem durchführen, um diese letzte Chance für die Menschen zu nutzen, gerade wenn man weiß, dass die von Ihnen immer wieder genannte Hardware-Nachrüstung, über die wir uns einig sind, ein wichtiges Thema ist, aber die geht eben nicht bis zum Februar nächsten Jahres.
Dank, Herr Kollege Greilich. Herr Staatsminister Al-Wazir, bitte schön. Zwei Punkte, meine sehr verehrten Damen und Herren, ganz kurz. Erstens, und das könnten Sie eigentlich wissen, es gab ja ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichts, das sich mit der Frage der Verhältnismäßigkeit beschäftigt hat, Stichwort Verwaltungsgericht Stuttgart und dann sozusagen Situation in Stuttgart. Das heißt, man muss sehr genau begründen können, worauf man sich im Zweifel stützt und was sich denn geändert hat. Deswegen, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist die Hardware-Nachrüstung so wichtig. Mehr sagen wir jetzt dazu nicht. Ich wollte einen zweiten Punkt ganz kurz sagen, damit nicht am Ende Herr Rock, der das ja zweimal hier am Pult gesagt hat, sagt, wir hätten dazu nichts gesagt. Herr Rock, weil Sie so sagen, Stichwort die Verbündeten der Umwelthilfe. Sie haben eine kleine Anfrage gemacht vor anderthalb Jahren und haben gefragt, wie oft sich die Landesregierung mit der Deutschen Umwelthilfe getroffen hat. Wir haben das, wie wir das immer tun, wahrheitsgemäß beantwortet. Ich für meinen Teil habe mich in dieser Legislaturperiode zweimal mit Vertretern der Deutschen Umwelthilfe getroffen, seit 2014. Sie haben daraus die Legende gestrickt, dass die Umwelthilfe quasi die Landesregierung steuern würde und wir so etwas wie Agenten der Umwelthilfe wären. Wir haben einmal, nur weil Sie das ja am Wochenende wohl der Bild-Zeitung gegeben haben, haben wir mal bei mir im Kalender nur mal so einen Outlook-Suchlauf mit dem Suchwort ADAC gemacht. Ich habe mich in dieser Legislaturperiode bei unterschiedlichen Gelegenheiten neunmal mit Vertretern des ADACs getroffen. Was bin ich denn jetzt aus Ihrer Sicht? Der Vertreter des ADACs, ein Autolobbyist, Herr Rock, ich bitte Sie, ich bitte Sie ernsthaft an dieser Stelle. Wir haben genug Probleme. Wir haben diese Plenarwoche begonnen mit einer Debatte über die Frage, dass es viele Menschen gibt in diesem Land, die inzwischen eher Fake News glauben als der Wirklichkeit. Und ich bitte Sie an dieser Stelle ganz ernsthaft, dass Sie hier nicht Sachen in den Raum stellen, die mit der Wirklichkeit überhaupt nichts zu tun haben. Und weil der Herr Hahn die ganze Zeit Aufträge dazwischen ruft, ja, aus meinem Ministerium hat es einen Auftrag gegeben. Herr Lenders hat es auch dazwischen gerufen. Dieser Auftrag, lieber Kollege Lenders, lieber Kollege Hahn, war 2014 oder 2015 die Organisation eines Dialogs zum Stromnetzausbau in Sachen Südlink, weil die Deutsche Umwelthilfe dort beim Westküstendialog in Schleswig-Holstein sehr gute Arbeit geleistet hat, die am Ende dazu geführt hat, dass der Stromnetzausbau mit Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger geklappt hat. Das hatte mit der Frage Autos, Diesel, Luftreinhaltung überhaupt nichts zu tun. Deswegen noch einmal eine herzliche Bitte, bleiben Sie bei der Wahrheit. Vielen Dank, Herr Staatsminister Al-Wazir. Zur Geschäftsordnung hat sich nun Kollege Wagner von BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN zu Wort gemeldet. Bitte schön, Herr Kollege. Frau Präsidentin, wir haben während der Debatte die Kolleginnen und Kollegen der anderen Fraktionen schon informiert. Ich will es aber auch protokollarisch korrekt nach unserer Geschäftsordnung machen. Die Fraktionen von BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN und der CDU beantragen zur Drucksache 19/6751 betreffend Nachrüstung von Dieselautos auf Kosten der Hersteller zügig voranbringen die namentliche Abstimmung. Und weil in der Debatte Hinweise von Kolleginnen und Kollegen anderer Fraktionen gebracht wurden, dass sie diesem Antrag zustimmen könnten, wenn er geändert wird, möchte ich folgende Änderung des Antrags einbringen. Der Antrag lautet neu: Der Landtag unterstützt die Forderung der Landesregierung, dass die Automobilindustrie auch die Hardware der Dieselfahrzeuge auf eigene Kosten nachrüstet. Das wäre die effektivste Maßnahme, um die Stickstoffdioxidwerte deutlich zu senken und die in der Europäischen Union geltenden Grenzwerte einhalten zu können.
Durch entschlossenes Handeln der Bundesregierung könnten so generelle Fahrverbote auch in belasteten hessischen Städten vermieden werden. Antragstext Ende. Sie haben gemerkt, entfallen ist die Bezugnahme auf die Maßnahmen der Landesregierung. Das war der Wunsch des Hauses. Wir hoffen, dass wir dadurch jetzt ein breites Signal dieses Landtages setzen könnten für die Hardware-Nachrüstung auf Kosten der Hersteller. Vielen Dank, Herr Kollege Wagner. Zur Geschäftsordnung, Herr Kollege Lenders. Bitte. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Ich hatte es Ihnen eben ja auch schon einmal mitgeteilt. Die FDP-Fraktion beantragt für die Drucksache 19-6785 für den Punkt 2 die namentliche Abstimmung. Vielen Dank. Gibt es weitere Wünsche? Ach, Herr Kollege Rudolph, bitte schön. Frau Präsidentin, da wir ja drei Anträge haben, möchten wir in dem Chor der namentlichen Abstimmung nicht fehlen. Der Kollege Eckert hat es ja schon angekündigt. Zu unserem Antrag Drucksache 19-6784 beantragen wir getrennte Abstimmung. Die Ziffern 1 bis 7 können so abgestimmt werden und zur Ziffer 8 namentliche Abstimmung. Na, wunderbar. Dann bitte ich jetzt um etwas Konzentration. Ich beginne mit dem Entschließungsantrag der Fraktionen der CDU und Bündnis 90 die Grünen, Drucksache 19-6751 in der geänderten Form mit der namentlichen Abstimmung. Wer? Ja, bitte schön. Ist an? Nee. Ist an. Ach so, gut. Alex Ulrike. Arnold Dr. Walder. Arnold Lena. Bächle-Scholz-Sabine, ja. Banzer Jürgen, ja. Bartelt Dr. Ralf Norbert, ja. Barth Elke, ja. Bauer Alexander, ja. Bellino Holger, ja. Beuth Peter, ja. Markus Bucklet, ja. Michael Boddenberg, ja. Volker Bouffier, Ulrich Kasper, Wolfgang Decker, Christoph Degen, Corrado Di Benedetto, Klaus Dietz, Angela Dorn, Tobias Eckert, Sigrid Erfurt, Nancy Faeser, Gabriele Faulhaber, Martina Feldmeier, Hildegard Förster-Heldmann, Uwe Frangenberger, Dieter Franz, Jürgen Frömmrich, Kerstin, Gnadenleser ist entschuldigt, Goldbach Eva, Greilich Wolfgang, Krüger Stefan, Krumbach Gernot, ja. Grüttner Stefan, ja. Habermann Heike, ja. Hahn Dr. Jörg Uwe, ja. Hamann Ursula, ja. Hartmann Karin, ja. Heinz Christian, ja. Heitland Birgit, ja. Hofmann Heike, ja. Hofmeister Andreas, ja. Hofmeier Brigitte, Polschuh Rüdiger, ja. Honka Hartmut, ja. Norbert Hartmann, ja. Heiko Kasekert, ja. Frank-Peter Kaufmann, ja. Kaja Kinkel, ja. Irmgard Glaf-Isselmann, ja. Horst Klee, ja. Hugo Klein, ja. Wiebke Knell, Eva Kühne-Hörmann, ja. Gerald Kummer, ja. Entschuldigt, Dirk Landau, ja. Judith Lannert, ja. Jürgen Lenders, ja. Angelika Löbe, ja. Frank Lotz, ja. Heinz Lutz, ja. Daniel May, ja.
Gerhard Merz. Ja. Meisner Markus. Ja. Müller Klaus-Peter. Ja. Müller Karin. Ja. Müller Regine. Ja. Müller Stefan. Ja. Müller Klepper Petra. Ja. Özgüven Handan. Ja. Öztürk Mürvit. Ja. Penz Manfred. Ja. Pfaff Greifenhagen Bodo. Puttrich Lucia, ja. Quanz Lothar, ja. Ravensburg Claudia, ja. Reif Clemens, ja. Reul Michael, ja. Rhein Boris, ja. Rock René, ja. Roth Ernst Ewald, ja. Günter Rudolf, ja. Dr. Thomas Schäfer, Thorsten Schäfer-Gümbel, Jan Schalauske, Hermann Schaus, Norbert Schmidt, Mariana Schott, Armin Schwarz, Uwe Serke, Michael Siebel, Dr. Daniela Sommer, Frank Steinrath, Manuela Strube, Ismail Tippi, ja. Tobias Utter, ja. Joachim Feilmann, ja. Matthias Wagner, ja. Astrid Wallmann, Warnecke Thorsten, nicht da? Doch, Entschuldigung. Waschke Sabine, ja. Weiß Marius, ja. Wiegel Kurt, Wilken, Dr. Ulrich, ja. Wintermeier, Axel, ja. Wissler, Janine, ja. Wolf, Karin, ja. Ypsilanti, Andrea, ja. Yüksel, Turgut. Vielen Dank. Ich frage, gibt es noch jemand im Raum, der seine Stimme nicht abgegeben hat? Herr Kollege Reif? Dann bitte ich Sie um Ihre Stimmabgabe. Ja. Dann vielen Dank. Ich kann feststellen, dass es keine Nein-Stimmen gab und keine Enthaltung. Deshalb ist dieser Antrag einstimmig angenommen worden. Ich danke Ihnen. Kommen wir zum Antrag der Fraktion der SPD, Drucksache 19-6784, betreffend Fahrverbote verhindern, Hersteller in die Pflicht nehmen. Verbraucher sind nicht für handlungsunfähig der Landesregierung verantwortlich. Hier wurde beantragt, dass die Punkte 1 bis 7 komplett abgestimmt werden. Dann machen wir das gleich. Wer diesen Punkten 1 bis 7 zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen. Fraktion der SPD und DIE LINKE und Frau Kollegin Öztürk. Wer stimmt dagegen? CDU, Bündnis 90 Die Grünen. Wer enthält sich? Die FDP, somit ist diese Punkte abgelehnt. Dann lasse ich in namentlicher Abstimmung über den Punkt 8 abstimmen. Wer beginnt? Sie? Ja, gut. Ulrike, Alex? Ich bin dran. Okay. Alex, Ulrike, Arnold, Walter, Arnold, Lena, Bächle, Scholz, Sabine, Banzer, Jürgen, Bartelt, Ralf Norbert, Barth, Elke, Bauer, Alexander, Bellino, Holger, Beuth, Peter, Markus Bucklet, Michael Boddenberg, Volker Bouffier, Ulrich Kaspar, Wolfgang Decker, ja. Christoph Degen, ja. Corrado Di Benedetto, ja. Ja. Klaus Dietz, ja. Angela Dorn, ja. Tobias Eckert, ja. Sigrid Erfurt, ja. Nancy Faeser, ja. Gabriele Faulhaber, Martina Feldmeier, Hildegard Förster-Heldmann,
Uwe Frankenberger, ja. Dieter Franz, ja. Jürgen Frömmrich, ja. Geis Kerstin, ja. Gnade Lisa entschuldigt, Goldbach Eva, ja. Greilich Wolfgang, ja. Grüger Stefan, ja. Grumbach Gernot, ja. Grüttner Stefan, Habermann Heike, Hahn Jörg Uwe, Hammann Ursula, ja. Hartmann Karin, Heinz Christian, Heitland Birgit, Hofmann Heike, Hofmeister Andreas, Hofmeier Brigitte, Hohlschuh Rüdiger, Honka Hartmut. Ja. Norbert Kartmann. Heiko Kasekert. Frank-Peter Kaufmann. Kaya Kingel. Irmgard Graf-Isselmann. Horst Klee. Hugo Klein. Wiebke Knell. Eva Kühne-Hörmann. Gerald Kummer, Entschuldigung, okay, danke. Dirk Landau, ja. Judith Lannert, ja. Jürgen Lenders, ja. Angelika Löber, ja. Frank Lotz, ja. Heinz Lutz, ja. Daniel May, Gerhard Merz, ja. Meisner Markus, Möller Klaus-Peter, ja. Müller Karin, ja. Müller Regine, ja. Müller Stefan, ja. Müller Klepper Petra, ja. Özgüven Handan, ja. Öztürk Mürwit, ja. Penz Manfred, ja. Pfaff Greifenhagen Bodo, ja. Puttrich Lucia, ja. Quanz Lothar, Ravensburg Claudia, ja. Reif Clemens, ja. Reul Michael, ja. Rhein Boris, ja. Rock René, ja. Roth Ernst Ewald, ja. Günter Rudolf, ja. Dr. Thomas Schäfer, ja. Thorsten Schäfer-Gümbel, ja. Jan Schalauske, Hermann Schaus, ja. Norbert Schmidt, ja. Mariana Schott, ja. Armin Schwarz, ja. Uwe Serke, ja. Michael Siebel, ja. Dr. Daniela Sommer, ja. Frank Steinraths, ja. Manuela Strube, ja. Ismail Tippi, ja. Tobias Utter, Joachim Feilmann, ja. Matthias Wagner, ja. Astrid Waldmann, Warnecke Thorsten, ja. Waschke Sabine, ja. Weiß Marius, ja. Wiegel Kurt, ja. Wilken Ulrich, ja. Wintermeier Axel, nicht da, Wissler Janine, ja. Wolf Karin, Ypsilanti Andrea, Yüksel Turgut, ja, ja. Okay. So, vielen Dank. Ich kann auch hier feststellen, es gab keine Enthaltungen, auch keine Gegenstimmen. Und so ist dieser Punkt 8 einstimmig angenommen worden. Selbstverständlich. Jetzt wird schwierig, genau. Welche Stimmabgabe haben Sie denn, Frau Kollegin? Ja, vielen Dank. Das war das Tüpfelchen auf dem I. So, nun kommen wir zum Dringlichen Antrag der Fraktion der FDP betreffend Fahrverbote verhindern, Schaden für hessische Bürger abwenden. Bitte etwas mehr Ruhe. Drucksache 19 6785. Hier wurde von der FDP beantragt,
eine namentliche Abstimmung zu Punkt 2 vorzunehmen und die anderen Punkte 1, 3, 4 und 5 in Gänze abzustimmen. Dann stimmen wir erst über die Punkte 1, 3, 4 und 5 ab. Wer diesen Punkten zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen. Das ist die Fraktion der FDP. Wer stimmt dagegen? CDU, Bündnis 90 Die Grünen und DIE LINKE und Frau Kollegin Öztürk. Wer enthält sich? Die SPD. Und somit sind diese Punkte 1, 3, 4 und 5 abgelehnt. Dann wurde beantragt die namentliche Abstimmung über den Punkt 2. Damit beginnen wir jetzt. Bitte schön, Frau Kollegin. Alex Ulrike. Arnold Walter. Arnold Lena. Bächle Scholz Sabine. Nochmal? Nein. Banzer Jürgen. Bartelt Ralf Norbert. Barth Elke. Bauer Alexander. Bellino Holger. Beuth Peter. Markus Bocklet. Michael Boddenberg. Volker Bouffier. Nein. Ulrich Kasper. Nein. Wolfgang Decker. Ja. Christoph Degen. Ja. Corrado Di Benedetto. Ja. Genau, Klaus Dietz. Angela Dorn. Nein. Tobias Eckert. Ja. Sigrid Erfurt. Nancy Faeser, Gabriele Faulhaber, Martina Feldmeier, Hildegard Förster-Heldmann, Uwe Frankenberger, Dieter Franz, Jürgen Frömmrich, Geis Kerstin, Gnaden Lisa entschuldigt, Goldbach Eva, nein. Greilich Wolfgang, ja. Krüger Stefan, ja. Grumbach Gernot, ist er irgendwo? Grumbach Gernot, ja. Grüttner Stefan, Habermann Heike, Hahn Jörg Uwe, Hamann Ursula, nein. Hartmann Karin, Heinz Christian, Heitland Birgit, Hofmann Heike, Hofmeister Andreas, Hofmeier Brigitte, Hohlschuh Rüdiger, Honker Hartmut, Norbert Kattmann, Heiko Kasekert, Frank-Peter Kaufmann, Kaya Kingel, Irmgard Glaf-Isselmann, Horst Klee, Hugo Klein, Wiebke Knell, Eva Kühne-Hörmann, Gerald Kummer, entschuldigt, Dirk Landau, Judith Lannert, Jürgen Lenders, Angelika Löbe, Frank Lotz, Lutz Heinz, Daniel May, nein, Gerhard Merz. Meisner Markus, Möller Klaus-Peter, Müller Karin, Müller Regine, Müller Stefan, Müller Klepper Petra, Özgüven Handan, Öztürk Mürvet, Penz Manfred, Pfaff Greifenhagen Bodo, Puttrich Lucia, Quanz Lothar, Ravensburg Claudia, Reif Clemens, Reul Michael,
Rein Boris. Rein Boris. Rock René. Roth Ernst Ewald. Günter Rudolph. Dr. Thomas Schäfer. Thorsten Schäfer-Gümbel. Ach so, ja. Steht hier nicht drauf. Jan Schalauske. Nein. Hermann Schaus. Norbert Schmidt. Mariana Schott. Armin Schwarz. Uwe Serke. Michael Siebel. Dr. Daniela Sommer. Frank Steinrath. Manuela Strube. Ismail Tibi. Tobias Utter. Joachim Feilmann. Matthias Wagner. Astrid Wallmann. Warnecke Thorsten. Waschke Sabine. Weiß Marius. Wiegel, Wiegel Kurt. Ja. Wilken Ulrich. Nein. Wintermeier Axel. Immer noch nicht da. Wissler Janine. Nein. Wolf Karin. Ypsilanti Andrea. Yüksel Turgut. Ist noch jemand im Raum, der seine Stimme noch nicht abgegeben hat? Der möge sich bitte melden. Ich sehe das nicht der Fall. Dann unterbrechen wir kurz die Sitzung zur Auszählung. Danke. Nein. 31, ja. Und 31, ja. Und jetzt müssen wir gehen noch. 40 zu 66. Nee, das kann nicht stimmen. Was? Doch, aber hier. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben ein Ergebnis. Also wir haben 40 Ja-Stimmen und 66 Nein-Stimmen. Und somit ist dieser Punkt 2 abgelehnt. Vielen Dank. Jetzt habe ich noch eine Wortmeldung von Herrn Kollegen Boddenberg nach § 88 der Geschäftsordnung des Hessischen Landtags. Erklärung zur Abstimmung. Bitte schön, Herr Kollege.
Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, auch für die Zuschauer und diejenigen, die über diese Diskussionsrunde berichten, halte ich es für wichtig, zunächst einmal festzustellen, dass die Regierungsfraktionen von CDU und GRÜNEN heute einen glasklaren Kurs beschrieben haben, wie wir erreichen wollen, dass es am Ende keine Fahrverbote geben wird. Erstens. Zweitens möchte ich gerne, dass festgehalten wird, dass eben auch noch einmal der Verkehrsminister sehr deutlich gesagt hat, und das habe ich in meiner Rede zum wesentlichen Punkt gemacht in der Erwiderung zum FDP-Antrag, dass ich es für deutlich erfolgversprechender halte, wenn wir zunächst wissen, welche Gründe das Gericht zu seinem Urteil geführt hat. Und Herr Kollege Hahn, wir haben eben über die Juristerei gesprochen. Ich sage sehr deutlich eins, meine Einschätzung. Kollege Greilich hat das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts angesprochen, in dem die Verhängung von Fahrverboten sozusagen als Ultima Ratio grundsätzlich zugelassen worden ist, aber in dem gleichzeitig darauf hingewiesen worden ist, dass wir die Verhältnismäßigkeit zu wahren haben. Und ich sage dazu, das wusste auch das Verwaltungsgericht in Wiesbaden, weshalb wir sagen, wir wollen nicht unverzüglich, sondern nach Prüfung. Herr Kollege, bitte zur Abstimmung reden. Wir wollen nicht unverzüglich, sondern nach Prüfung der schriftlichen Urteilsbegründung weitere Schritte einleiten. Deswegen haben wir heute Nein gesagt zu der Ziffer 2 Ihres Antrags. Die FDP würde gerne den Eindruck erwecken, und das ist der Kern Ihres Antrags, Ziffer 2, dass Sie die Landesregierung treiben müssen. Das muss niemand, erst recht nicht die FDP. Vielen Dank. Zur Geschäftsordnung, Herr Kollege Rudolph. Frau Präsidentin, Herr Abg. Boddenberg hat nach § 88 Absatz 1 eine Erklärung zur Abstimmung für seine Fraktion abgegeben. Das ist vollständig in Ordnung. Er hat aber darüber hinaus auch noch die FDP dann Erläuterungen abgegeben, die weit über das Abstimmungsverhalten seiner Fraktion hinausgehen. Ich bitte, das zukünftig zu beachten. Herr Kollege Bellino. Frau Präsidentin, ich stelle fest, dass der Abg. Boddenberg als Fraktionsvorsitzender das Abstimmungsverhalten der CDU erklärt hat. Das war aufgrund der langen Diskussionen, der unterschiedlichen Meinungen, der unterschiedlichen Anträge, die hier gestellt wurden, sicherlich sinnvoll. Und ich weise die, die da ständig dazwischenrufen und die zunächst gemeint haben, man müsse das schriftlich einreichen, was totaler Nonsens ist, weise ich darauf hin, dass er noch nicht einmal seine 5 Minuten ausgeschöpft hat. Insofern war das durchaus angemessen. Zur Geschäftsordnung, Kollege Frömmrich, bitte schön. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Der § 88 unserer Geschäftsordnung sagt, dass nach jeder Abstimmung hat jede Fraktion das Recht, ihre Abstimmung kurz zu begründen. Die Erklärung darf die Dauer von 5 Minuten nicht überschreiten. Und in einer Erklärung muss man, glaube ich, schon anfügen, warum man zu der Entscheidung der Abstimmung gekommen ist. Nichts anderes hat der Kollege Boddenberg gemacht. Vielen Dank, Herr Kollege Frömmrich. Damit wären wir am Ende dieser Tagesordnungspunkte. Jetzt käme die dritte Lesung. Bevor wir aber in die dritte Lesung eintreten, möchte ich Sie bitten, noch mir einmal ganz kurz zuzuhören. Ich würde gerne Ihnen allen danken. Das ist heute wahrscheinlich meine letzte Sitzungsleitung. Und ich stelle fest, sie war wieder super interessant. Und sie haben alles gegeben, was ich mir wünschen könnte, außer dem Ältestenrat. Na ja, glaube nicht, dass er noch kommen wird. Ich hatte mich entschieden, nach 20 Jahren Politik nicht mehr für den Landtag zu kandidieren. Das war meiner Gesundheit auch geschuldet. Und ich sage Ihnen, ich tue das wirklich mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Auf der einen Seite freue ich mich unglaublich auf die freie Zeit, die dann möglicherweise auf mich zukommt, und die freie Verfügbarkeit. Na ja, schauen wir mal, Herr Boddenberg. Und ich bin wirklich dankbar, dass ich so viele Jahre aktiv in der Politik in Hessen mitmischen konnte, in den Bereichen Ökologie, Soziales, tierschutzfreundlichere Politik. Es sind so viele Facetten, die in der Landespolitik mir unglaublich viel Freude bereitet haben. Und ich bin immer gerne hier in den Landtag gefahren. Wenn mich mal einer gefragt hat, wie gefällt dir denn der Landtag, habe ich mir gesagt, das ist der interessanteste, der spannendste und für mich eigentlich der schönste Arbeitsplatz. Ich bin immer gerne in den Landtag gefahren und es war auch nie vorhersehbar, wie der Abend dann am Ende auch geendet hat, weil es so viele Dinge immer gab, die unvorhergesehen dazwischen gekommen sind.
Ich bin dankbar, dass es so viele Menschen gab, mit denen ich gute Gespräche führen konnte, die Kontakte hatte mit diesen Menschen und das auch parteiübergreifend. Und das war mir eine besondere Freude, dass ich gemerkt habe, man ist nicht immer einer Meinung in den bestimmten Themen, aber man kann menschlich gut miteinander. Und ich glaube, das ist das, was auch in der Politik wichtig ist, das Menschliche nicht zu vergessen und immer auch bestrebt zu sein, eine gute Zusammenarbeit zu führen, trotz aller anderen Richtungen, die möglicherweise dann auch eine Rolle spielen. Ich bin auch dankbar gegenüber den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Verwaltung und auch in den Ministerien. Und besonders dankbar, ich sage es auch mal, möchte ich dem Herrn Taumüller meinen Dank auch sagen. Er hat mir, nachdem ich auch so viele Jahre Ausschussvorsitzende war im Umweltausschuss, immer super zur Seite gestanden. Es hat immer gut funktioniert. Alles, was er geplant hat, hat am Ende auch geklappt. Und Herrn Seibert, der ist jetzt nicht mehr da, der auch hier, was die Sitzungsleitung angeht, mir immer wichtige Ratschläge gegeben hat. So kann ich Ihnen sagen, ich freue mich auf die kommende Zeit, aber ich weiß ganz genau, ich werde mich oft an den Hessischen Landtag und Sie als Abgeordnete, an Sie alle, werde ich zurückdenken und auch mit einer gewissen Wehmut. Ich danke Ihnen. Applaus